Hallo, hier ist der Spielhorst. Wir spielen heute wieder ganz gemütlich eine Folge World of Warcraft. In dieser Folge gebe ich euch, wie versprochen, das letzte und finale Update zur Druiden My Challenge von der Gold Goblin Community. Ich habe wirklich einen guten Fortschritt erzielt, und zwar ganz gemütlich. Kleiner Spoiler, wir werden in diesem Video Spielzeit kaufen. Seht selbst, und wenn es euch gefällt, dann lasst mir doch ein Abo da. Der Plan war ja, um das nochmal kurz ins Gedächtnis zu rufen, den Allianz-Druiden ein bisschen im Ruhm zu pushen und ein bisschen Gearscore zu farmen, also Items zu erwirtschaften, um am Ende die Spielzeit voll zu bekommen auf Allianz-Seite. Dann war der weitere Plan, den Horden-Druiden in der Spielzeit nachzuziehen. Da haben wir festgestellt, aufgrund vom Pre-Bridge von Classic Burning Crusade, ist die WoW-Marke, sprich die Spielzeit, in die Höhe geschnellt und da hat das Gold, was ich eigentlich darauf hatte, nicht mehr ausgereicht. Okay, ich habe mit dem Allianz-Druiden weitergemacht. Ich habe an einer Farm-Challenge von der Gold-Goblin-Community auf der Insel des Donners teilgenommen. Leider kaum Gewinn gemacht dabei. Und ich habe an einer zweiten Farm-Challenge teilgenommen von der Gold-Goblin-Community in Zul'Farak und leider auch kaum Gewinn dort gemacht. Da seitdem habe ich das gelassen mit den Farm-Challenges. Ich war die meiste Zeit wirklich Kräuterfarmen im Maldraxxus, ganz im Westen, auf der kleinen Runde, in dem kleinen Gebiet. Und außerdem habe ich mich für eine Instanz angemeldet, und zwar seitdem ich den Gearscore hatte, auf HC und vorher auf NH. Und zwar immer, wenn ein Beutel da war. Das war als Denk relativ oft der Fall. Und so habe ich pro Beutel knapp 1000 Gold Gewinn gemacht. Das waren immer zwischen 905 bzw. 910 und 950 Gold, so um den Dreh. Und dann gab das diese verschleierte Verstärkungsrune. Die sind wirklich super schnell im Auktionshaus weggegangen. Und da habe ich auch noch einen Großteil vom Umsatz mitgemacht. Das Fazit. Dafür zeige ich euch hier mal den Charakter, den Gamecheck auf dem Server Kazak. Das ist der Horden-Charakter. Ich habe hier aktuell einen Goldstand von 315.000 Gold. Ein Gearscore von 162 bei einer Ruhmstufe von 18. Das seht ihr hier. Ich habe hier eine Spielzeit von 91 Stunden, 3 Tage 20 Stunden plus minus. Und das gibt, wenn man das ausrechnet, einen Wert von 3400 Gold pro Stunde. Das Top-Item, das seht ihr hier, das ist der Arkankristall. Davon habe ich 342 Stück verkauft, zu einem Durchschnittspreis von 318. Das gibt dann, wenn man es hochrechnet, 108.000 Gold. Circa. Was ich allein mit den Arkankristallen verdient habe hier. So, und jetzt wollen wir ja mal eine Spielzeit kaufen gehen. Dafür ins Auktionshaus rein. Schau mal, was die Marke kostet. Da sind wir bei 160.000. Aber kaufen wir die einfach mal. So. Jetzt haben wir die WoW-Marke gekauft. Auktion gewonnen, Briefkasten. Jetzt sehen wir sie. Benutzen im World of Warcraft kann 30 Tage Spielzeit oder 13 Euro Blizzard-Guthaben hinzu. So, 13 Euro Blizzard-Guthaben. Dann haben wir jetzt noch über auf diesem Account, auf diesem Charakter 54.801 Gold. Das zu dem Horden-Charakter, zu dem Gamecheck. Jetzt würde ich gern umloggen auf den Spielhorst, auf den Allianz-Charakter von der Druiden My Challenge. Dafür gehen wir auf den deutschen Realm Antonidas, auf Spielhorst. Und da schauen wir uns jetzt mal an, wie das auf der Allianz-Seite abgegangen ist. Was ich genau gemacht habe, das habe ich euch ja vorhin schon erklärt. Jetzt guck mal, wie das hier aussieht. Okay, da ist er. Wir haben einen Goldwert von
275.408 Gold auf diesem Charakter. Wir haben einen Gearscore von 171 und eine Ruhmstufe von 30 auf diesem Charakter. Eine Spielzeit haben wir, ich gebe gerade mal Played ein, 3 Tage 14 Stunden, sind so ca. 86, 87 Stunden. Das ergibt, wenn man es hochrechnet, einen Goldwert pro Stunde von 3160 in etwa. Top-Item zeige ich euch auch hier. Top-Item war die Marktwurzel. 1664 Stück verkauft zu einem Durchschnittspreis von 40 Gold, 27 Silber. Das ergibt, wenn man es hochrechnet, ca. 66.500 Gold. Allein mit diesem Item, mit der Markwurzel. So, jetzt möchte ich mit dem Charakter auch mal Spielzeit kaufen gehen. Weil dafür haben wir es ja gemacht. 2 Spielzeiten waren das Ziel. Schauen wir, WoW-Marke, 260.000, Sofortkauf, kaufen, zum Briefkasten. Da ist hier die WoW-Marke. Das ist jetzt das gleiche, wie wir es gerade schon gesehen haben. 30 Tage Spielzeit oder 13 Euro Blizzard-Guthaben. Ich nehme das Blizzard-Guthaben. Zack. Und das war's. So, wenn man das jetzt alles zusammenrechnet, dann kommen wir auf 590.000 Gold und 178 Stunden, was einen Goldwert von ca. 3.300 Gold pro Stunde ergibt. Das muss man natürlich ein bisschen relativieren, weil da auch die Grind- bzw. die Levelphasen dabei waren. Das heißt, hätte ich jetzt einen Charakter genommen, der schon auf Level 60 war, mit maximalem Bergbau- oder Kräuterkunde-Skill und wäre der nur Arkankristalle Farm gegangen auf Hortenseite oder nur Markwurzel oder HC-Beutel auf Allianzseite, dann wäre der Wert natürlich deutlich höher. Wir mussten erstmal die Levelphase bis Level 60 erreichen, dann mussten wir die Berufe skillen und ja, das hat auch alles ein bisschen dazu beigetragen, dass es jetzt auf so einen Wert kommt, wenn doch manche sagen, es ist doch sind doch 10.000 oder 20.000 Gold pro Stunde möglich. Was ich noch erwähnen möchte, ich habe wie gesagt bis auf die erwähnten Farm-Challenges an keinen weiteren Challenges teilgenommen. Das heißt, das war reines Solo-Play. Wenn man dann noch irgendwie farmen würde, 2x4 Farm, Vampire oder irgendwie hier und da, da würde man dann natürlich noch auf ganz andere Zahlen kommen. Was ich mit dem Allianz-Druiden noch probiert habe, ist der Schneidereiberuf. Ich habe Schneider gelernt, habe da ein paar Sachen ins Auktionshaus gestellt, ist aber nicht wirklich gut gegangen. Wahrscheinlich, weil mir da die tollen Rezepte gefehlt haben für die wirklich guten Transmog-Items. Ja, das heißt, ich bin sehr positiv überrascht, dass ich wirklich das zweite Ziel, die zweite Spielzeit auch noch erreicht habe. Und ja, ich danke der Gold Goblin Community. Wir haben im Discord auch immer so ein paar Tipps und Tricks ausgetauscht. Link findet ihr in der Videobeschreibung unten. Und dann noch ein kleiner Spoiler. Der Gold Goblin, die Gold Goblin Community startet jetzt im Juni eine weitere Challenge, die sich allerdings auf Classic Burning Crusade bezieht. Wenn ihr da jetzt irgendwie Interesse verspürt oder wenn ihr sowieso Classic-Spieler seid, dann schaut doch einfach mal ins Discord rein. Link, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung drin. Ja, dann würde ich sagen, wäre es das auch schon wieder mit diesem kleinen Video, mit dem Fazit von der Gold Goblin Community, Druiden My Challenge. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wenn ihr hier mal was Bestimmtes sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr keins der Videos mehr. Viele Grüße vom Spielhorst.